Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zur sechsten Folge von My Summer Car. Ich bin der Vince und uns steht heute das Treibstoffdilemma bevor, denn ich hatte den LKW hier abgestellt ohne jegliche Form von Sprit. Und Ziel unserer heutigen Übung ist es jetzt, das Dorf zu erreichen, wo es die Tankstelle gibt, möglichst ohne unterwegs trocken zu laufen, weil ansonsten habe ich halt ein ernsthaftes Problem. Der Spritkanister steht zu Hause. Den habe ich intelligenterweise nicht mitgenommen. Und ja, wenn wir das nicht schaffen, dann habe ich ein Problem. Also Sprit sparen heißt es, sofort in die High Range. Kein Licht, kein Strom, keine Klimaanlage. Die Handbremse sollte ich vielleicht lösen. Und möglichst hohe Gänge. Und dann einfach hoffen und beten. Okay, das mit der High Range wird schon mal nichts. Und dann einfach hoffen und beten, dass wir irgendwie ankommen. So, hier steht immer noch alles voller Wracks. So, jetzt aber High Range. Mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Ja, seit der letzten Folge habe ich ein paar Tage nicht gespielt. Das heißt, ich kann mich noch so grob daran erinnern, was wir zuletzt getrieben haben. Wir haben die Wracks hier hingebracht. Ich weiß aber nicht mehr so ganz genau, was hier abging. Prinzipiell, Moment, ich muss mal irgendwas trinken. Scheiße, jetzt komme ich da nicht dran. Oh nein. Shit. Lass mich hier raus. Ach, kann ich nicht. Stopp. So. Kann ich die eigentlich durchs geschlossene Fenster schmeißen? Ich mache schon wieder irgendwelche Experimente, obwohl ich hier genau weiß, dass ich keinen Sprit habe. Eigentlich echt dumm von mir. Handbremse, Mann. So, jetzt aber. Weiter geht's. Also wir haben jedenfalls Kohle, um erstmal hoffentlich ein bisschen am Auto basteln zu können. Zumindest, falls da irgendwie, ich weiß nicht, die böse Stadtwerke kommt oder so und auf einmal Geld für Strom von uns will, dann sollten wir gewappnet sein für kleinere Kosten. Jetzt möchte ich mir natürlich ganz gerne erstmal ein Bratwürstchen und ein paar Liter Diesel für meinen LKW kaufen. Aber das kriegen wir mit Sicherheit hin. Ich bin da echt ganz zuversichtlich, dass der Tank groß genug ist, dass wir das schaffen. Ich drücke echt die Daumen. Ich bin nervös. Tierisch nervös. Aber mehr Gänge, höhere Gänge habe ich nicht. Mehr geht nicht. Wir never plü. Ich fahre halt tierisch entspannt. Hoffe, dass das einfach klappt. Und dass da jetzt nichts schief geht. Ansonsten muss ich mir was überlegen. Dann muss ich halt irgendwie eine von den Bierflaschen voll Diesel machen und hier reinschütten oder so. Ansonsten können wir vielleicht auch mal wieder nach anderen Spielen gucken. Weil ich meine, jetzt immer nur My Summer Car spielen ist auch langweilig. Ich würde da schon ganz gerne weiterspielen, aber ich habe da jetzt nicht jeden Tag Lust drauf. Und wenn ich alle zwei Tage eine Folge hochlade, heißt das ja, dass ich mindestens alle zwei Tage spielen muss. Oder halt 50.000 Folgen im Voraus aufnehmen. Aber das finde ich auch immer doof. Weil dann kann ich auf die Kommentare nicht so wirklich reagieren. Ne? Wenn dann wieder einer sagt, hier willst du, mach mal Licht an, ich sehe nichts oder so, wie Tom. Dann ist das immer schlecht, wenn ich sage, ja okay, wir sind jetzt hier bei Folge 3 oder so und bei Folge 25 kannst du dann damit rechnen, dass kein Licht ist. Das hatten wir ja bei Hausflipper, da war das ja, ich glaube, 4 Folgen weiter schon oder so, als der Tom was bemängelt hat. Kann ich natürlich verstehen. Ich meine, ich lade nur alle zwei Tage was hoch, zu dem Zeitpunkt täglich, weil jetzt momentan nur alle zwei Tage was hoch. Und dazu kommt dann auch noch, dass die Leute dann ja auch nicht immer Zeit haben, das zu gucken. Das heißt, sie gucken dann vielleicht am Wochenende zwei, drei Folgen nacheinander und posten dann einen Kommentar. Und dadurch kommt halt ein riesen Delay zustande. Aber das ist halt blöd, wenn einem selber dann solche Fehler nicht auffallen. Wie zum Beispiel das mit My House Flipper, wo es so dunkel war. Ich selber habe das tatsächlich nicht gesehen. Also ich konnte da auch nachts angenehm gucken, dass das auf YouTube so extrem dunkel wurde. Das verstehe ich bis jetzt noch nicht. Also auch wenn ich mir nachträglich die Videos im Media Player angeguckt habe oder in Sony Vegas oder sonst wo geöffnet habe,
alles gut. Muss dann irgendwie Unterschied zwischen Monitoreinstellungen sein. Weil das Gamma im Spiel kann es ja nicht sein, das wird sich ja aufs Video mit übertragen. Dann wird einfach mein Monitor deutlich heller eingestellt sein als Toms. Und ja, dadurch kann ich dann was sehen und er nicht. Ich finde sowieso, man sollte das mal einheitlich machen. Vor allem bei den kompetitiven Spielen, so wie Arma oder so, ist das manchmal echt problematisch, ne, wenn man da irgendwie so eine Nachtmission spielt. Man selber bevorzugt den Realismus. Fangen wir lieber nicht mit Third Person und solchen Sachen an, da kriegt ganz die Krise. Man selber bevorzugt den Realismus und ja, andere Leute drücken dann das Gamma volle Pulle hoch, damit sie nachts sehen, als wenn es taghell ist. Und rennen dann da rum und man wundert sich, warum alle einen sehen und man selber gar nichts sieht. Oder bei DayZ, bei der Standalone, war das eine Zeit lang auch sehr schlimm. Man selber hat die Hand vor Augen nicht gesehen. Und ja, andere Leute haben einen aus 6 Kilometern abgeschossen. Ach, jetzt stehen hier mittlerweile schon 2 Autos? Aha. Als ich das letzte Mal geguckt habe, stand hier nur 1. Oh, ich habe da noch irgendwas hingelegt, ne? So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen konzentrieren und umgucken. So müsste da eigentlich schon fast passen, oder? Ich habe jetzt ein bisschen scheiße geparkt, aber... Welche ist denn die Dieselsäule? Wo ist das Ding? Ja, das kriegen wir schon hin. Wir müssen noch ein bisschen näher ranfahren. So, Driving Mode, Low Range. Ich könnte mal einen Rückspiegel brauchen. Danke. Tschakka, wir haben es geschafft. So, jetzt können wir erstmal so eine LKW-fahrermäßige Pause machen. Das heißt, Bierchen trinken. Tankdeckel auf. Hat er auf der anderen Seite noch einen Tank? Mach mal zu hier, nicht, dass uns noch einer den LKW klaut. Ne, hat er nicht. Gut. Ich hoffe halt, dass der Typ noch offen hat, ne? Sonst muss ich hier... Mein Gott, wie lange dauert denn das Tank? Oh boy, wir stehen hier eine Weile rum. Gott, hier Zigarette raus. Was wollte ich sagen? Ja, das mit der Third Person, das ist ja noch viel schlimmer, ne? Ich rieche mich da im Moment schon bei deinem Arma drüber auf. Wir spielen im Moment wieder relativ aktiv Arma und, naja, vollbesetzte Hardcore-Server gibt es leider keine. Also Wasteland-Server. Die sind, es gibt eine Handvoll, ich habe neulich nochmal geguckt. Ich hatte das, glaube ich, schon mal in der Folge die Tage angesprochen. Und ich habe vorgestern oder so mal geguckt. Es gibt... Ich habe 3 Stück gefunden und ich meine, ich habe nachts geguckt, aber nichtsdestotrotz 0 Spieler, 0 Spieler und 0 Spieler. Und ich vermute, wenn ich da zu so einer epischen Zeit, wie weiß nicht, 21 Uhr, 20 Uhr, sowas, ist ja so die europäische High-Life-Zeit, wo die ganzen Server eigentlich alle voll sind, gucke, dann werden da wahrscheinlich auch irgendwie 10, 11, 12 Leute spielen, wenn überhaupt. Und ach, das ist halt schade drum. Echt ärgerlich. Da muss man sich dann auf seinem angestammten Wasteland-Server mit den Leuten rumkloppen, die den ganzen Tag nur über Mauern gucken und hinter Steine und ach, ist das ätzend. Ich hatte jetzt heute schon wieder, ich habe heute schon wieder ein Stündchen Wasteland gespielt. Ich hatte heute schon wieder einen, der hat einen Kumpel von mir erschossen und dann habe ich versucht, meinen Kumpel zu retten. Und der hat den halt so erschossen, der stand irgendwo hinterm Haus oder hinter einer Ecke irgendwo. Hat ihn erschossen, hat sich dann hinter die Ecke gestellt und hat mir dabei zugeguckt, wie ich ihm hochhelfe und hat dann die ganze Zeit auf uns geballert. Immer wenn wir in irgendeine andere Richtung geguckt haben. Man sieht das ja, in welche Richtung derjenige sich gerade dreht. Und ich kann auch nicht mich wegdrehen und dann mit dem Kopf wieder hingucken, weil man sieht auch die Kopfbewegung. Das heißt, der Typ sieht ganz genau, wann ich in welche Richtung gucke. Und immer wenn man sich wegdreht, dann kommt er halt um die Ecke und schießt auf einen, ist aber zu blöd, einen zu treffen. Das ist schon wieder die Ironie in sich. Der steht halt... Ich weiß nicht, 50 Meter weit weg und ist zu dumm, dich zu treffen. Aber du kannst nichts gegen ihn machen, effektiv, weil jedes Mal, wenn du dich umdrehst, geht er wieder hinter diese Scheißwand und du kannst ihn einfach nicht bekämpfen. Und dadurch, dass das dann mehr Leute sind, kannst du deine einigermaßen akzeptable Deckung auch nicht verlassen. Bist immer noch dabei, deinen Kumpel zu retten und er steht da und jedes Mal, wenn du versuchst, an den Kumpel ranzugehen, kommt er halt um die Ecke und bei einem... Ach, ja,
kann ich mich nicht genug drüber aufregen über sowas. Ja, jetzt stehen wir erstmal ein Stündchen hier und tanken Diesel. Dass das so lange dauert, hätte ich gar nicht mit gerechnet, scheiße. Aber ich glaube, das habe ich beim Tanken der Kanister schon festgestellt und ich hätte mir das einfach merken können, aber das ist nun mal schon ein halbes Jahr her oder so, dass ich die ersten beiden Folgen aufgenommen habe oder länger sogar. Und da kann einem sowas schon mal durchgehen. Fürs nächste Mal tanken weiß ich dann hoffentlich Bescheid, dann überlege ich mir ein volles Thema, das man ansprechen kann, während ich hier das Auto befülle mit Kraftstoff. Was ihr vielleicht in den Kommentaren noch mal kurz anmerken könnt, ist, was ihr lieber sehen wollt. Ob ich wirklich alles einfach aufnehmen soll, ungeschnitten, so wie ich das jetzt im Moment mache. Oder ob euch das besser gefällt, wenn ich das ein bisschen zusammenschneide und ein bisschen die Action hervorhebe. Dass ich, sag ich mal, weiß nicht, 2 Stunden spiele oder so und daraus eine halbe Stunde zusammenschneide. Oder was weiß ich, auch 3 Stunden spiele oder keine Ahnung, wie auch immer. Dass ich jedenfalls nur die actionreicheren Szenen und wie actionreich, also... Wie soll ich das formulieren? Ich kann ja praktisch aus einer Stunde Bildmaterial kann ich eine Stunde hochladen, also ungeschnitten, eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde, eine Viertelstunde oder nur 5 Minuten, die ultimativen Highlights, jedes Mal, wenn ich gegen einen Baum fahre oder so zum Beispiel, weil das wären mehr als 5 Minuten. Aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Dazu könnt ihr euch vielleicht mal kurz äußern, das wäre ganz nett. Denn das wird die Qualität der Videos in eurem Interesse steigern, würde ich sagen. Ansonsten wird das gerade hell, weil ich habe vorhin den Eindruck gehabt, als wenn es gerade dunkel wird und jetzt sehe ich hier unten links im Bild, beziehungsweise auch links bei der Hunger, apropos Hungeranzeige, sehe ich gerade, dass es ziemlich, nee, das ist immer noch so komisch grau. Was hat er denn hier? Was, 973 Liter? Weiter geht die wilde Tankfahrt. Warum macht die Säule keine Geräusche? Jetzt. Aber ich habe immer noch roten Hunger. Shit, hätte ich vielleicht mal drauf gucken sollen. Ich gehe mir erstmal kurz eine Bratwurst holen hier. Warum parkst du hier so kacke, Mann? Oh nee, bitte nicht. Oh, zum Glück. Ach, na echt, komm mir Lücke, da sind nur Lücke. Guck mal, hier liegt noch jede Menge Kram von mir rum. Sehr interessant. So, gib mir mal eine Bratwurst. Komm mal her. So, jetzt habe ich erstmal keinen Hunger mehr. Das ist schön. Ja, das kann ich ja dann gleich alles einladen. Ja, kein Problem. Immer wieder gerne. Was war denn hier los, dass ich das nicht eingeladen habe? Ach, ich glaube, ich bin irgendwie reingegangen und dann hat der Shop zugemacht oder so, ne? Irgendwie sowas war das, oder? Na gut, müssen wir dann gleich alles in den Kofferraum schmeißen? Oder hat das nicht mehr gepasst? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich bin überfragt. Auf jeden Fall tanken wir jetzt erstmal die Kiste voll und dann nehme ich den Krempel mit, der da steht. Ich habe auch gesehen, dass wir jetzt hier dieses alkoholische Getränk da, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das hat irgendwie so einen total bescheuerten Namen. Ihr wisst, was ich meine. Mischen kann und dazu brauche ich irgendwie Zucker und Wasser und was weiß ich was noch alles, Yeast oder so. Ja, da muss ich mir aber auch nochmal reinfuchsen, dafür fahren wir nochmal extra irgendwie zum Shop. Das muss nicht unbedingt jetzt sofort sein. Mein Gott, da haben wir gerade mal 8000 verdient und jetzt ist schon wieder fast die ganze Kohle weg. Nee, nee, nee. So. Voll. Drop that shit. Da muss ich das jetzt wirklich alles einzeln da reinschrillen. Oh mein Gott. Ach, Batterien gibt's auch jetzt. Ölfilter. Und Zündkerzen. Geil. Müssen wir nochmal gleich einkaufen. Ach, na echt, doch mehr Lücke, da sind nur Lücke. Ja, das müssen wir gleich mal anders organisieren. Und ich kann nicht den mit seinem Datsun hier wegschieben. Oh ja, den kann ich wegschieben. Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen. Boah, 495 kostet die Batterie.
Warum habe ich jetzt zwei Ölfilter gekauft? Was ist das denn? Oh, geil, hier ist Armaturenbrett und Lenkradkram. Schwämme kann ich nicht kaufen. Seife und so auch nicht, nee. Aber Zigaretten. Irgendwer hat mir gesagt, ich soll Zigaretten kaufen. Dann. Ach, die Sprühdosen sind jetzt auch hier. Aha. Irgendwer hat mir gesagt, ich soll Zigaretten kaufen, dann kriege ich hier Zigaretten. Die machen meinen Stress runter. Bus? Oh, nice. Kann ich die Tür nach innen? Wahrscheinlich nicht. Hier ist Zweitaktsprit. Ich will das erstmal alles raus haben, weil wenn der Typ gleich zumacht, dann habe ich ansonsten ein Problem, ne? Schmeiß dem das alles auf die Motorhaube. Der freut sich. Das wollen wir mal in echt machen. Einfach irgendwo vorm Laden, vor der Tür, wo gerade ein Auto steht, ganzen Haufen Kram kaufen. Am besten hier so Feuerlöscher und Autobatterien. Das macht sich immer am besten, weil das schön leicht ist. Dann alles auf die Motorhaube pfeffern. Gucken, was die Leute dazu sagen. Ich glaube, die finden das ganz nett. Freuen sich bestimmt. Oh, danke, dass du meine Motorhaube vorbei bist. Du bist ja so ein netter Typ. Hyvää päivää ja tervetuloa Teemon kaappaan. Warte mal, wie konnte ich nochmal hier? Jumalauta! Mene säkin kotiis. Sä kyllä voit hakea muualtakin sun ostokset, jos ei tämä palvelu kelepa. Ei kun hetkinen, etpä voikaan. Ah, mein Lieblingslacher, der Typ ist mir echt sympathisch. On kyllä hirveeks mennyt tää nuorisomusiikkikin, mitä ne tuota radiosta soittaa. Was habe ich hier hingeschmissen? Ach, die Würstchen, okay. So. Kannst du jetzt mal abhauen hier? Warte mal. Das ging doch so gut, wenn man hier irgendwas in die Hand nimmt, ne? Bierkisten waren das. Oh, Junge, hör auf zu labern. Nee. Mit dem Schieben geht's. Okay. So, dann holen wir den LKW mal eben hier rüber. Den kann ich ja schon mal mitnehmen. Einer. Driffing-Mode? Sehen, wie weit ich zurück. Ach so, ja, stimmt. Hier stand ja noch eine Zapfsäule. Gut, dann müssen wir erstmal ein Stückchen vorfahren, sonst wird gar nichts hier. Attacke, auf geht's. Einmal den LKW vollladen, bitte. Was war denn hier? Irgendwas ist hier passiert. Ich glaube, wir haben die Tüte irgendwie. Ich habe die Tüte irgendwie kaputt gemacht. Und dann stand ich hier praktisch mit dem ganzen Zeug auf den Boden geschmissen. Irgendwie sowas war das, ne? Und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, hole ich später, brauche ich jetzt eh nicht. Oder irgendwie so. Kann mich dunkel dran erinnern an diesen schockierenden Moment. Ich suche gerade die Zigaretten, weil mein Stress langsam. Hat der Typ eigentlich auch Kaffee? Weil ich weiß nicht, wird dann schon wieder kritisch nach Hause zu kommen mit so viel Stress und Fatigue. Da muss ich erstmal duschen und saunieren und all so ein Kram. So. Wo habe ich jetzt die Zigaretten? Die waren da nicht. Ach so, die sind in der Tüte drin. Ah. Okay, gut, dann fahren wir einfach. Scheiß drauf. Attacke. Driffing-Mode. Ja, komm, ich weiß, dass die Bremse keinen Druck hat.
Hä? Ach, ich hatte die. Ob ich noch den Weg nach Hause finde? Ich hoffe doch. Aber müsste ich eigentlich. So, ich fahre mal schön entspannt, weil mit der ganzen unsicheren Ladung hier neben mir ist das, glaube ich, nicht so witzig, wenn ich einen Unfall baue. Dann kann ich den ganzen Kram wieder von der Straße aufheben oder so. Da habe ich jetzt nicht so unbedingt Lust drauf. Ich habe übrigens, wie üblich, bei der ersten Folge, die ich an einem Abend aufnehme, wieder vergessen, die Uhr einzuschalten. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Also, wie lange ich schon aufnehme. Und das wiederum heißt, dass ich absolut keine Ahnung habe, wie lang die Folge wird. Aber wir werden es sicherlich dann sehen. Spätestens, wenn ich die Aufnahmetaste das nächste Mal drücke und dann selber gucke, wie lange das Video tatsächlich geworden ist. Mit meiner letzten Schätzung, ich hatte das ja jetzt bei irgendeiner Folge schon mal kürzlich geschätzt, in meiner letzten Schätzung lag ich ja katastrophal daneben. Ich habe ja gesagt, wir müssten jetzt ungefähr bei einer halben Stunde sein oder so. Und habe dann gedrückt und festgestellt, dass das Video dann nicht eine halbe Stunde, sondern eine Dreiviertelstunde lang. Oh, geschätzt, das ist kein Problem. Könnte ich so öfter so machen. Muss ich hier links? Ja, ne? Hier links und dann wieder sofort wieder links in so einen Weg rein, richtig? Ich wäre zutiefst enttäuscht, wenn ich das jetzt verkackt habe. Weil diesen Weg bin ich ja ungefähr 10.000 Mal gefahren. Ja, ich bin hier richtig. Alles gut. Das war dann ja damals schon mal. Ach, da war schon wieder eine Scheune. Das könnte man ja eigentlich. Ne, komm, ich nehme das Auto aus der Scheune da irgendwann mal mit, wenn ich hier die Güllefässer leer gemacht habe oder so. Und ich dann auf dem Rückweg bin. Was wollte ich sagen? Achso, ich hatte ja damals schon mal irgendwann gefragt, ob ich hier diese Wege vom Shop nach Hause und wieder zurück aufnehmen soll oder nicht. Und da gab es ja absolut geteilte Meinungen. Ne? Da hat ja der eine geschrieben, dann, ja, ist schon besser, wenn du das ein bisschen schneidest. Und der andere hat geschrieben, nee, ich will das alles sehen, alle anderen schneiden das auch und das macht dich besonders, bla bla bla. Ja, und dann stand ich am Ende da und wusste genauso viel wie vorher, nämlich nichts. Also es wäre schon cool, wenn ihr vielleicht auch mal miteinander diskutiert in den Kommentaren. Ich meine, ich mache das ja letztlich für euch, also vor allem My Summer Car, weil, also wenn es um mich persönlich geht, mir macht es jetzt gerade Spaß zu spielen. Ihr wisst selber, wenn mir irgendein Spiel keinen Spaß mehr macht oder so, dann nehme ich das auch nicht mehr auf, weil das macht keinen Sinn. Aber, ich muss mich mal eben konzentrieren, nicht, dass ich den LKW wieder irgendwo in den Dreck schmeiße. Aber wenn ich jetzt für mich persönlich zocken würde, dann würden mir jetzt gerade mindestens drei Spiele einfallen, wo ich mehr Spaß jetzt gerade dran hätte, als My Summer Car zu spielen. Nur die kann ich halt nicht aufnehmen, so diese Sachen wie Wreckfest oder so. Und dementsprechend ist vor allem My Summer Car wirklich eine Sache, die ich im Prinzip fast ausschließlich für die Zuschauer mache. Von daher wäre das echt nett von euch, wenn ihr das unter euch ausdiskutieren wollt, was ihr sehen wollt, ob ihr das mit Schnitt oder ohne, mit Weg von Stadt und zurück und mit langweiligen Sachen, mit irgendwelchen Monologen von mir, so wie ich ihn jetzt gerade führe, haben wollt oder alles ohne und alles einfach nur Hardcore, die coolsten Szenen oder irgendwie sowas, ohne Kommentar und wenn es halt endlich die Schnauze oder irgendwie sowas. Ich bin neugierig, ich will das wirklich wissen. Weil ich möchte euch ja Videos liefern, die ihr euch gerne anguckt und die ihr nicht einfach 2 Minuten durchskippt, Kommentar drunter postet, erster und fertig. Das ist ja langweilig, das ist nicht der Sinn der Sache. Sinn der Sache ist, dass ihr meine Videos gerne guckt und dass ihr Spaß daran habt. Wie ich mich hier blamier und mir die Scheiben aus dem LKW fahre und 15 Versuche brauche, um irgendein Auto aus einer Scheune zu ziehen.
Achso, warte mal. Irgendwer hat gesagt, wenn ich ganz viel fluche, dann geht mein Stress runter, ne? Wo war denn jetzt die Fluchtaste? Hier. Oh, ey, ich hab's gesagt, das ist schon wieder ganz schön tricky, weil ich hier die J-Taste auf der Tastatur drücken muss und gleichzeitig, also mit dem rechten Mittelfinger gerade die J-Taste drücke, mitten auf meiner Tastatur und gleichzeitig mit dem rechten Zeigefinger auf meinem Xbox-Controller die hintere Schultertaste gedrückt halte, um Gas zu geben. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich mir die Hände breche, aber anscheinend bringt das hier nichts. Ich guck mal hier. Ich versuch mal die andere Flugtaste, die ich noch hat. Ah, die funktioniert. Wunderbar. Also ist das die Flugtaste und nicht die Beleidigungstaste. Ah, sehr gut. Ich glaube, ich brauche nie wieder duschen. Ich halte einfach eine halbe Stunde die H-Taste gedrückt. Guck mal, wie das abgeht hier. Ich meine die Sauna. Sehr gut. Oh, das macht ihn aber müde anscheinend. Lassen wir das mal kurz. Jetzt kommt meine Lieblingskurve her, ne? Ja. Zum Glück bin ich in dieser Kurve noch nie verunfallt. Und fahre immer mit Vollgas dadurch. Das ist die Lieblingskurve Nummer 2. Wobei die ist nicht so gefährlich, weil hier nicht so komische Bäume stehen, wo man sich so leicht einklemmen kann. Mit Sicherheit auch ordentlich Sprit sparen, wenn ich mal das Gas loslassen würde beim Schalten. Aber irgendwie habe ich mir dazu angewöhnt, weil mittlerweile bei allen anderen Spielen macht das Spiel das automatisch, das Gas loszulassen. Ist natürlich nicht realistisch, aber ich meine, wenn ich ein Auto mit Gamepad fahre, ist das sowieso alles andere als realistisch, aber gut. So ist das halt. Ich muss das Gaspedal loslassen. Damit leben. So, jetzt aber schnell ins Bett gleich. Ich brauche so eine Tankstelle vor der Haustür, das ist doch kacke. Jetzt bin ich gerade zu Hause angekommen und mein Tank ist schon fast wieder leer sozusagen. Fast wieder leer, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber na, ihr wisst, was ich meine. So. Handbremse, Motor, Enter, raus, Tür zu. Hä? Was ist denn mit meinem Auto passiert? Tür zu. Ich mach mal vorsichtshalber Licht an. Weil falls ich hier wieder mitten in der Nacht wach werde. Ich glaube, das hatte ich ja auch aufgenommen, wenn mir das passiert ist. Ne? Das war nicht so witzig. Erstmal schlafen, das ist ganz wichtig jetzt. Weil Hunger, Durst ist nicht so wild. Aber schlafen ist jetzt wichtig. Und glücklicherweise habe ich das Licht angemacht. Oh, Telefon. Ja, bitte? Ja, mache ich. Das mache ich. Dann klingelt das Telefon wahrscheinlich jetzt auch noch ein paar Mal öfter. So, wie mache ich das jetzt? Fluche ich das jetzt einfach weg? Das geht halt echt gut, ne? Komm, ich versuch das nochmal jetzt hier mit der Sauna. Wollen wir nicht so sein. Scheiß auf Stromverbrauch oder so.
So, das Ding brummt. Klappe zu. Wasser rein. Ich vermute, wir haben auch schon wieder die halbe Stunde voll oder überschritten. Aber da das jetzt das Ende der Folge ist, gebe ich mir den Versuch hier nochmal, weil falls das nicht klappt, kann ich es dann immer noch dann nach der Folge da das machen eben. Und irgendwie dafür sorgen, dass ich keinen Stress mehr habe, ob ich mich jetzt 10 Minuten dann hier hinstelle und die Fluchentaste drücke oder ob ich das mit der Sauna hinbekomme, werde ich dann sehen. Das muss ich wahrscheinlich eh erstmal warten, bis hier ordentlich Temperatur drauf ist. In der Zeit kann ich dann nochmal kurz andere Sachen erledigen. Sowas wie zum Beispiel... Ah, die Tüte rausholen. Wichtig. Weil, wenn wir speichern und dann laden, dann ist ja, glaube ich, diese Tüte kaputt. Ne? Wo ist sie? Da. Boah, ich weiß noch am Anfang von Meister Makar, wo diese Tüte noch physikbasiert war. Wir müssen unbedingt Reifen an dieses Auto kriegen. Damit das hier wegkommt. So, wo sind die Kippen? Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe F gedrückt und die Schachtel ist weg. Shit. Ja gut, dann hat sich das mit den Zigaretten... Ach da, nee. Nee. Hast du das, mein Ölfilter? Den könnte ich vielleicht auch versuchen zu rauchen. Ich weiß noch nicht, ob das so gut schmeckt. Ja, keine Ahnung, wo die Kippen jetzt hin sind. Ich muss mir anscheinend nochmal neu holen. Füllen wir mal hier den Durstometer schon mal auf. Pinkeln muss der Typ auf. So, in der nächsten Folge, also das war ja jetzt wieder eine relativ sehr entspannte Folge, formulieren wir das mal vorsichtig. Viel rumfahren und ein bisschen shoppen und Diesel nachtanken, was 10 Stunden gedauert hat, womit ich nicht gerechnet habe. Aber so ist das eben. In der nächsten Folge setzen wir uns auf jeden Fall mal wieder mit dem Auto auseinander. Ich muss mal unbedingt gucken, wie das mit dem Verkabeln funktioniert und ich muss auch gucken, wie weit ich den schon gebaut hatte. Wie gesagt, da müssen langsam Räder dran, damit ich den reinfahren kann. Aber vorher muss ich hier die ganzen negativen Statuseffekte alle mal vernünftig in Ordnung bringen. Also sauber machen und Stress wegkriegen und so. Wie sieht's hier aus? Okay, schlecht. Mein Gott, das brauche ich ewig, bis das Ding warm ist, ne? Ich glaube, ich flug das Ganze einfach runter. Aber ich beende die Aufnahme hier an der Stelle. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge ohne Hunger und ohne Stress und ohne Müdigkeit und ohne dreckig. Und dann können wir das Ganze weitermachen. So. Bevor ich mich jetzt hier ausziehe, schalte ich aus. Ich bin der Vince. Bis zur nächsten Folge. Ciao.